heute Geburtstag. Wir feiern Geburtstag. Oh mein Gott! Alles richtig gemacht. Ja. Das war ein wundervoller Beauty-Shot. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spürhundwehr-Kanal. Hallo! Leute, heute... Heute, Leute. Ich fühle mich auf Eva. Wir feiern heute Geburtstag. Kathi hat Geburtstag. Wir feiern Geburtstag. Ich habe mit dir schon Geschenke ausgepackt. Wir feiern heute Geburtstag. Wir feiern Geburtstag. Was feiern wir heute nochmal? Geburtstag. Geburtstag. Und wessen Geburtstag? Claudius. Claudius. Nein, Kathi hat heute Geburtstag, Leute. Und sie hat sich eine Pyjama-Party von uns gewünscht. Und deshalb haben wir uns auch alle schon... Deswegen sehen wir hier so schick aus. Schickimicki. Ich habe hier so selbstgenähte Schüchen an. Mit den Crocs. What are those? Eva hat Crocs an und einen schönen NASA-Pullover. Tanja, also, Tanja, what are those? Was? Kennt ihr den nicht? Nein. Natürlich kennen wir den, wir tun gerade nur so. Wieso habt ihr alle eigentlich so geile Puschen? Darf ich die mal sehen? Nee, darfst du nicht. Doch, also ich habe meine sind selbst gemacht. Hey! Ich will auch pushen. Ich hab eine Kamera. Vorbereiten. Ja, ja. Stimmt. Wir überraschen Kathi nämlich. Kathi hat sich das gewünscht und wir machen das jetzt. Überraschung! Wir dekorieren jetzt die Cloud ein. Genau, hier sind schon ganz viele Kissen. Surprise! Und da ist eine Decke. Hier steht, wie alt Kathi wird. Und wir müssen noch was sagen. Johnny und Ellie haben ein außergewöhnliches Outfit und die kommen zum Schluss rein. Okay, wir freuen uns richtig auf die beiden. Ich hab es schon gesehen, aber die Crew noch nicht. Sieht richtig gut. So, hier haben wir Cupcakes, die hat Eva gebacken. Und hier sind auch schon einige von ihren Geschenken, aber da will ich euch noch gar nicht so viel von zeigen. Mal, hier machen es die Jungs schon richtig gemütlich, großartig. Obacht, René! Nicht die arme Wolke. Das ist eine Wolke, die kann das aus. Die arme Wolke. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich doch heute Geburtstag und ich habe so zur Crew gesagt, ach ja, wenn wir meinen Geburtstag feiern, ich würde total gerne eine Pyjama-Party feiern. Und jetzt schaut euch mal an, was ich schon anhabe. Ich habe meinen Star Wars Grogu Jogginganzug angezogen und warte jetzt hier, ob irgendwas passiert. Ich hoffe nicht, dass die anderen jetzt irgendwie alle einen ganz anderen Dresscode haben und ich dann die Einzige im Pyjama bin. Ich lasse mich überraschen und ich freue mich irgendwie schon total. Also sie haben gesagt, dass es auf jeden Fall was gibt. Eva meinte eben auch nochmal, wir planen was für dich und wir holen dich dann ab. Und ich warte jetzt hier und dachte, ich lasse euch ein bisschen daran teilhaben. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Finde ich eigentlich bisher ganz gut. So Pyjama-Party, Küssen. Ja, sieht schon so aus. Ey, okay. Freundchen, damit abwarten, müssen wir noch warten. Bis zur Party. Okay. Sobald alle da sind, kannst du rennen. wir müssen warten bis zur Party damit. Bis zur Party warten. Ich warte einen Tee. Das heißt, Eva dürft mir auch noch nicht. Ein Kaffee. Ja, wir warten jetzt hier noch, bis Kathi und Ellie und Donny ankommen. Katja ist leider nicht da, aber auf die warten wir jetzt noch und dann schauen wir mal. Achso, ja, Felix. Ich glaube, Felix kommt auch. Doch, Felix kommt auch. Felix ist da. Ich warte immer noch. Weiß nicht, wann die anderen endlich kommen. Ich warte jetzt schon ziemlich lange. Die meinten jetzt eigentlich, sie würden mich gleich abholen. Mal, kann ich dein Bisa Samen eigentlich haben? Aber nur fürs Video. Nur fürs Video. Okay, für dann lass mal Bisa Samen haben. Soll ich dich holen? Ja. Okay, dann hol ich dir mein Bisa Samen. Ich leih es dir. Ja, danke. Du bist mein Bruder. Okay. So, Freunde. Auch mit dir. Ellie und Donny werden jetzt reinspazieren und die Crew, also die drei hier, er gesagt, die halbe Crew weiß doch nicht, wie die aussehen werden und ich werde eure Reaktion jetzt filmen. Boah, ich freue mich so, ich freue mich so. Also, wenn das nur halb so gut wird. Du weißt das schon? Nein. Achso, du weißt das auch noch nicht. Ja, du wissen das alle noch nicht. Okay. Die kommen jetzt rein. Ich mach noch kurz einen Shot von den beiden. Bleibt mal hier. Freunde, ich habe schon im Video gesagt, ihr habt die besten Outfits. So. Ey, das ist doch unfassbar. Schön, oder? Ja. Wirklich wunderschön. Ich kann nicht so. So, Freunde, jetzt kommt ihr rein und ihr werdet jetzt reinspazieren und warten nochmal. Ich werde die Reaktion von unserem Kollegen filmen. Geben. Ja, wirklich. Man sieht es. Also, wir haben gedacht, so. Ja, oder? Also, wenn die Dinger nur halb so bequem sind, wie die aussehen, ja, dann
Da bin ich echt neidisch. Freunde, wir haben doch gerade schon geritzt, wo die Getränke sind. Kapitalbra. Ja, ja, ja. Kapitalbra. 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 Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Das Geburtstagskind fährt noch. Okay, okay. So, aber okay. Ich würde sagen, wer kommt mit das Geburtstagskind abholen? Die anderen bleiben und überraschen sie. Ich? Ja, du kommst mit. Cool. Cool. Aber warte, soll sie nicht mehr auf eure Outfits reagieren? Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja, Tanja, mitkommen. Ich bleib hier. Ich komme. Let's go. Warte mal. Jetzt komm mal aus dem Knick. Felix will doch noch. Felix. Wo ist Felix? Felix. Jetzt geht, glaube ich, los. So, Felix. Hey. Hey. Super Outfit. Bin ein bisschen spät. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir gehen jetzt das Geburtstagskind einsammeln. Komm, Claudio. Nein, komm, dieser Samen, das ist mein. Nein, Felix! 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 So. Felix wollte mich gerade nicht gehen lassen, beziehungsweise dieser Samen wollte er nicht gehen lassen, aber wir gehen jetzt erstmal Kathi abholen. Kannst du bei mir mal bitte sprinten? Dann ist es angenehmer. So, wir gehen jetzt Kathi abholen. Guck mal, ich kann hier so rutschen. Cool, ne? Nein, wir dürfen noch nicht singen. Kannst du bitte mitkommen? Wir haben eine Überraschung für dich. Okay. Kommst du mit? Ja. Okay. Mitkommen. Ja. Oh, cooler Punkt. Oh, cool. Du musst mitkommen. Du hast ein sehr schönes Outfit an, Kathi. Das passt natürlich thematisch ganz wundervoll. Ich hoffe, das passt. Also, ihr wisst ja, was ich mir gewünscht habe. Ne? Ja. Stell dir vor, wir hätten jetzt einfach eine komplett andere Frage. Ja, ich hatte da auch gerade schon ein bisschen Angst, weil ich gerade schon im Video gesagt habe, bevor alle anderen sind. So, du wartest jetzt hier. Du wartest genau hier. Ich geh schon mal rein. Okay. Umdrehen. Augen zu. Darf ich auch schon mit rein? Ich auch schon mit rein. Okay. Und wann darf ich reinkommen? Niemals. Das war ein Prank. Kannst jetzt rein. Was ist der Prank? Singen. Komm rein! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Kathi. Happy Birthday to you. Ich freue mich mega und ich musste gerade so lachen, ja, oder? Haben wir alles richtig gemacht. Ja. Aber Donny, du hast deine komische Mütze auf. Ja, die trage ich immer schon so weiter. Ja, natürlich, meine Brille auch. Meine Uhr auch. Hallo? Ich bin bald fürs Bett. Die wurde seit einem Jahr nie wieder abgelegt, auch beim Schlafen und Duschen nicht. Donny, hallo. Mütze? Ja. Okay. Du nicht? Nee. Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, Getränke. Ihr merkt, ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Ja, wir merken. Also ich meine, ich habe es mir gewünscht mit einer Pyjama-Party, aber dass ihr so euch kleidet und... Jetzt würde ich auch dazugehen. Hier aus der Ecke raus. Ich möchte dein Bisasamen haben. Das ist mein Bisasamen. Ich möchte dein Bisasamen haben. Nein, das hat er mir heute gegeben. Machen wir jetzt auch noch eine Kissenschlacht oder warum habt ihr nicht schon Ja. Ja. Aber erst, wenn die Kerzen ausgepustet sind. So, erstmal werden die Kerzen ausgepustet und Kathi darf sich was wünschen. Wie alt bist du geworden, Kathi? Also, ich glaube, man sieht's hier. 3 und nochmal 3. Okay. Also, vielen Dank nochmal an euch und 3, 2, 1. Ach ja, ich sehe schon hier, diese Sachen habe ich mit Eva schon heute ausgepackt. Also, es gibt verschiedene Masken und es gibt Haarmasken. Kannst du das mal aufmachen? Es gibt auch Geschenke. Es gibt auch Geschenke. Ja, ich sehe schon da. Ich reiße erstmal Kathis Geschenke auf. Ich finde, ich wollte die Geschenke mit einer Gesichtsmaske auf dem Gesicht. Ja, oder? Oh ja. Nein, Kathi kann vielleicht, das einmal aufsetzen. Ist das hier noch was Besseres? Ich habe da was ganz Tolles von dir vorgekommen. Was ist das denn? Oh! Es gibt auch noch eine Ananas. Jemand kann noch eine Ananas. Ich, darf ich? Yes. Das sieht großartig aus, Kathi. Ja, schön. Ja, wollen wir uns das ein bisschen gemütlich machen? Du kannst auch noch eine Dings-Gesichtsmaske, eine Schmetterlingsgesichtsmaske. Leute, sucht euch eine eigene Ecke, ne? Meine ist hier. So dreist bist du, dreist. Ich kann doch nicht alles scammen. Ich hab doch gar nichts bekommen hier. Guck mal, was ich bekommen habe. Ja, cool, oder? Ja, total cool. Was ist das?
Eine Katze? Ein Katzeneinhorn. Felix, bist du traurig, dass du nicht Geburtstag hast? Ich krieg gar nichts. Jeder hat doch irgendwann einen Geburtstag. Möchtest du ein Getränk? Nein, Felix darf die Kappe. Nein, ich hab doch schon. Nein. Ich Nein. So, heute ist dein Geburtstag, Kathi. Geschenke verteilen in der Zeit? So, was passiert denn jetzt hier? Geschenke werden ausgepackt? Aber Kathi muss eine Gesichtsmaske aufnehmen. Kathi muss erstmal eine Gesichtsmaske. Sucht eine für mich aus. Ich finde den Schmetterling gut. Ja, den habe ich mir auch schon gewünscht. Gesichtsmaske und den Einhornhut. Beides zusammen. Oder den Ananashut. Möchte jemand was? Der wurde schon direkt abgezogen. Wollt ihr nicht auch Gesichtsmasken draufsetzen? Ja, wir gucken uns jetzt erstmal an, wie das bei dir aussieht und dann entscheiden wir. Warum riechst du denn da schon so gemütlich? Ja, weil sie bequem ist. Es riecht auf jeden Fall schon sehr gut hier, diese Maske. Ja, Mann. Hab ich das gerade wirklich vorgeschlagen? Ja, dass ich eine Maske. Sehr gut. Sehr gut. Wow. Sieht schon viel besser aus. Du musst einmal die Nase, ich helfe dir. Das sieht gut aus. Das solltest du öfter tragen. Wir machen, wenn wir das sagen. Ja, also, nein, du kannst uns vertrauen, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Was bist du denn mit deiner Ananas auf dem Kopf? Ja, hallo, das ist voll cool. Ist das von euch allen zusammen? Ja. Okay. Oh, die Maske rutscht ein bisschen. Ach, das ist eine Maske? Oh, cool. Die ist ja richtig cool. Socken. Ja. 37 bis 39. Oh, das finde ich zu klein. Ja, passen mir nicht. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Die finde ich sehr cool. Dann mache ich mal hier weiter. Hey, meine Socken! Jemand buchen? Das ist Washi-Tape mit Tagen drauf. Mit Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag. Und hier auch so, um sich einen Kalender, glaube ich, selber zu machen. Sehr cool. Dankeschön. Und ein Stickerbuch auch noch. Boah. Das hat dir Donny geschenkt. Donny. Danke, Donny. Donny, also, gerne. Gönnerhaft. Ey. Ja. Geht es noch? Sitzt die Maske noch? Bis ihr Maske sitzt. Ich glaube, die sitzt mittlerweile. Sieht immer noch gut aus. Welche Maske? Hier, ich finde so viel dabei reden. So, okay. Oh! Weil die dann runterrutscht. Ich krieg alles zurück. Also, für mich hat das geheißen, du sollst die Klappe halten. Oh, also. Weil ihr so denkt. Oh, sehr schön. Ein, was neues, ist das? Notiz, ein neues Notizbuch. Und was ist das hier? Das war ein René. Aha. Ach, ich hab ja leider schon eine Mütze. Ja, aber man muss doch mal. Was für Wem ist das? Das stimmt aber nicht mal. Und? Kann ich das sagen? Hervorragend. Meine Schlafmütze? Kann ich jetzt die Maske mal wieder abnehmen? Nee. Nein. Nee, ich glaube, die muss noch ein bisschen wirken. Nee. Buh. Nur eine. Nicht die. Mal gucken, der nächste kriegt die Maske. Ich krieg die nächste Maske. Wir haben eine mit Eulen. Kriegen wir nicht alle gleichzeitig eine Wassermelone? Wassermelone, ja, Eulen. Lass uns doch gleichzeitig gleich annehmen. Nein, erstmal gibt's gleich. Ich würde sagen, das Geburtstagskind darf sich aussuchen, wer welche Maske bekommt. Erstmal werden hier fertig ausgepackt. Ja, das ist eine gute Idee. Auspacken! Auspacken! Dann machen wir mal hier weiter. Oh mein Gott, was ist denn das? Es ist ein Mauspad, oder? Ja, ne? Für den Schreibtisch. Von Donny. Ja, cool. Vielen Dank, weil ich habe dieses Mauspad, das mochte ich überhaupt noch nie gerne. Das ist so, das habe ich mir irgendwie falsch bestellt. Krass. Ja, das sieht cool aus. Sehr cool. Vielen Dank. Kann man wenden runter. Ja, wie man möchte, glaube ich, ne? Dankeschön. Also mit so einem Mauspad muss man eigentlich auch eine Karriere als Profi-Gamerin starten. Ja. Was? Nicht mal ein Mauspad? Eva, der hat ein Getränk in der Hand. Ich bin trotzdem Profi-Gamer. Der hat nicht mal ein Mauspad. Und das ist das hier? Für Gartic Phone. Das habe ich dir geschenkt. Das ist von Claudio. Von mir. Das ist von Claudio. Das ist von René. Das ist von Donny. Wow. Ist das so eine Kamera? Ja. Ich hab gedacht, die gefällt dir. Ganz gut. Ich habe ja bisher auch noch keine und ich war immer, also unter uns, immer schon ein bisschen neidisch auf Eva und Danja, die diese coolen Kameras haben. Und jetzt habe ich auch endlich eine. Ja. Kurz will ich das nur Spaß, die werden uns, ne? Ja, vielen, vielen Dank. Ja, nach dem Video gibst du uns die bitte wieder. Also den Kasten morgen noch. Vielen Dank an euch alle. Ja, bitteschön. Es sind super schöne Geschenke. Und jetzt kommen wir zu den Masken. Donny, mach die Kamera. Okay, ich bin dabei. Die Eule. Ich muss aber ganz kurz hier aufbäumen, warte. Ey, René, du bist nur am Essen. Ja, ist doch geil. Das ist dein dritter Muffin. Das ist mein erster. Ja. Ich wünsche, das wäre mein dritter. Wir bereiten gerade die Kamera vor. Muss dir das Ding damit wir jetzt gleich einen Fotowettbewerb machen können. Oh. Was? Soll das so sein, dass da so eine Suppe rauskommt? Ich muss klagen. Schaut mal Claudio an. Claudio, wieso hast du mir nur. Ich dachte, jetzt kommt so eine schöne Maske. Bubble-Maske! Bubble-Maske, musst du dir ins Gesicht schmieren. Ach, schmieren. Ja, ich wollte eigentlich so eine. Ja, Können wir ein Bild machen von den Maskenbrüdern und Schwestern? Ja, ich mach hier mit meiner neuen Kamera, ne? Danke. Ey, wir wollten ein Bild machen! Nein, der erste muss Das muss nach oben, ne? Über die Lippe.
Ja, genau so. Das ist der geflüchtete Brookhaven-Bankräuber, ja, der in letzter Zeit sein Unwesen treibt. Also ich bin immer noch dabei. Ich habe gerade ein paar Probleme hier. Ja, Komplikationen. Es ist nicht einfach, diese Eulenmaske aufzutragen. Du kannst ruhig erstmal jemand anderen filmen, bitte. Nö. Das dauert noch ein bisschen. Das ist mir gerade unangenehm. Ich film, Donny. Ich habe hier die Kamera. Ich werde jetzt die ersten Fotos damit machen. Okay. Wer hängt denn da weg? Lass mich mal hier meine Maske auftragen. Ja, nicht, trotzdem nicht auf meinen Kopf schütten. Claudio hält deine Haare. Du musst es da drauf machen. Ja, und was mit drin? So? Hey! Ja, und dann noch deine Seite. Das sah aber gut auch schon. Also, es macht keinen Unterschied, ob du postest oder nicht. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, jetzt lange sich an der Seite fehlt noch. Ja, ist noch ein Stück weiter hoch, da die Schläfe. Hallo. Ja. Ich bin immer noch dabei, es tut mir leid. Ellie hat es immer noch nicht. Nee, ich krieg das nicht hin. Das ist nicht leicht, diese Eulenmaske aufzutragen. Bin ich jetzt der Einzige mit dieser komischen Bubble-Maske? Ja. Ja. Das war halt gar nicht Katis Geburtstag, sondern einfach nur ein Prank-Video an mir, ne? Ja. Ach, es ist so kalt. Ellie, komm da zu dem Boden jetzt. Ist das gut so? Ja, großartig. Ja. Das passt zu meinem Kleid. 3, 2, 1. Babbelt gerade alles runter, ey. Nee, du hast es auf der Wimper. Ja. Aber meine Wimpern sind sehr, sehr lang. Das heißt, meine Augen sind geschützt. Oh, aber Ellie war nicht drauf. Einmal bitte alle Posen. Was hat denn da geknackt? Mein Körper. Willst du das abwaschen gehen, René? Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Irgendwie brennt das auch ein bisschen. Soll das so sein? Es ist irgendwie cool, dass bei dieser Party einige zum ersten Mal eine Maske ausprobieren. Ich nicht. Oh yeah. Wir nicht. Ich bin Experte. Es ist sowieso meine erste Party mit euch. Ich fühle mich total geehrt. Danke nochmal für die Einladung. Ja, Freunde, ich würde sagen... Der Spaß ist vorbei. Kathi, hier hast du ein Kissen und... Oh nein, Ellie ist... Ellie! Au! Sie hat ihren Kuchen verloren! Oh, Junge! Nein! Nein, Muffin! Jetzt auch noch richtig! Ihr habt meinen Muffin zerstört! Mein Muffin erst. Ich heule schon mal. Ich rette aber jetzt ist echt aufregend. Ja, es gab Kuchen, es gab Verletzte, es gibt Fotos, also wir haben alles eigentlich. Party war wild. Ich hätte mir so eine Pyjama-Party etwas entspannter vorgestellt, aber ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter auch, ne? Oh Gott. Wir haben noch Kuchen, wir haben noch ein Tränke, wir haben reichlich Süßigkeiten, also wir feiern auf jeden Fall noch weiter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.